Hi, ich bin Eddie. Ich bin hier an meinem Praktikum und bin bereit, deine Fragen zu beantworten. Hallo, ich bin Jenser Christ und nicht Eddie. Aber diesen Satz hat Eddie am 11. Juli getwittert. Und vielleicht fragst du dich, Eddie, wer ist das? Eddie ist ein Praktikant, der 15 Jahre alt ist und bei einer englischen Bahngesellschaft sein Praktikum macht. Seine Aufgabe war es, Fragen, die über Twitter reinkommen, zu beantworten. Und das hat er auch gemacht. Allerdings kamen auch Fragen, die überhaupt nichts mit der Bahngesellschaft zu tun haben. Aber seine Aufgabe war ja, alle Fragen, die reinkommen, zu beantworten. Und darum hat er auch diese Fragen beantwortet. Und daraufhin wurde dann der Kanal der Bahngesellschaft richtig populär. So hat es ein 15-Jähriger geschafft, eine sehr preiswerte Medienkampagne zu starten, welche eine enorm große Reichweite hat. Das schafft nicht jeder mit 15 Jahren. Ich habe mal die schönsten Antworten von Eddie herausgesucht und zeige euch die mal jetzt, damit ihr auch etwas zum Lachen habt. Ein Benutzer hat gefragt, hey Eddie, klär mich mal auf, was ist COVEFE? Das ist etwas, was Donald Trump mal getwittert hat. Und keiner weiß, was er eigentlich damit sagen wollte. Und Eddie hat dann getwittert, ich weiß es nicht. @DonaldTrump, bitte klär das auf. Jemand anderes wollte von Eddie wissen, ob jemals ein Junge geboren wird, welcher schneller als ein Hai schwimmen kann. Und Eddies Antwort war, ich glaube nicht. Aber du weißt nie, ob es irgendwann ein Mädchen gibt, welche das kann. Eine andere Person fragt Eddie, was ist, wenn ein Jogger schneller als der Schall rennt, kann er dann noch immer seinen iPod hören? Und zu Schallgeschwindigkeit habe ich ja schon mal hier ein Video gemacht, also zum Doppler-Effekt. Und so eine ähnliche Frage hat Eddie auch bekommen. Und Eddies Antwort war, er wäre dann kein Jogger mehr. Diese Logik von Eddie erinnert mich ein bisschen an die Kinderlogik, wozu ich ja auch schon mal ein Video gemacht habe. Und anscheinend auch einen anderen Kommentator erinnert das ein bisschen an Kinderlogik, denn er schreibt, dieses Kind ist gut. Eine junge Frau hat Eddie gefragt, warum englische Männer immer Socken und Sandalen in den Ferien anhaben. Darauf wusste aber Eddie keine Antwort, denn er trägt Flipflops. Abschließen möchte ich dieses Video hier mit einer Feststellung oder einer Vermutung von einem Benutzer, dass Eddie in Wirklichkeit der CEO von der Eisenbahngesellschaft wäre, welcher die Benutzer einfach ein bisschen auf den Arm nimmt. Das kann natürlich sein, aber dann hat sich der CEO von der Bahngesellschaft ziemlich gut gehalten, da Eddie ja auch schon Interviews gegeben hat. Und da hat man ja gesehen, dass er noch aussieht wie ein 15-jähriger Junge. Mir hat die Geschichte sehr gut gefallen, denn das zeigt, dass man auch als 15-jähriger Junge die Welt ein bisschen besser machen kann. Also lasst uns doch alle die Welt ein bisschen besser machen. Wenn es schon ein 15-jähriger Junge schafft, was schaffen wir dann alle? Solltet ihr jetzt noch irgendwelche Fragen haben, die Eddie nicht mehr beantwortet, weil Eddie kein Praktikum mehr bei der Bahn macht, dann dürft ihr sie gerne hier unten in die Kommentare schreiben und mir diese Fragen stellen und ich werde mal gucken, ob ich sie ähnlich wie Eddie beantworten kann, wobei ich vermute mal, bei mir wird es nicht so ganz so lustig wie bei Eddie. Aber probiert das doch einfach mal aus, schreibt unten in die Kommentare eure Fragen und ich werde mal schauen, ob ich sie beantworten kann. Wenn dir das Video gefallen hat, dann darfst du meinen Kanal natürlich gerne abonnieren. Du solltest ihn auch abonnieren, wenn du eine Frage gestellt hast, damit du das Antwortvideo, was ich dann auf deine Frage vielleicht mal machen werde, auch nicht verpasst. Und jetzt wünsche ich dir noch Gottes Segen.